Hello everyone, this is Nerim. I'm in the arena. So guess I'm gonna go pound some noobs. Three dudes with improved armor. Okay. Let's see. Oh, it's 3v3 then. Oh, I have a mage. God damn it. Getötete Gegner. Okay. I have 4 getötete Gegner. Actually, I haven't checked my statistics. I don't know if I actually ever did. I mean, in the last 10 fights at least. 105 enemies killed in the arena. Cool. Well, I'm gonna do like 3 altogether, so this one and then one more, and then I'll move on with the main quest storyline. Again, boring. My kill. $1,500 gold. Oh. I think it's at 4 now. Oh, 4. Okay. Oh, that was a nice game. Didn't work, cheaters. Now it worked. Was I shooting my own?
him die? Like I was. Not it. Nice. I guess I don't anymore. Okay, I can use some AoE then. It's always 4v4. The fights were where there was a monster and two teams, kind of 3-4-all, these were the best. Can I get a better armor? Was möchtet ihr kaufen? Oh, excellent. Nice. Thank you. You can have this. Wait. Shit, I already have excellent. Okay. Yeah, I'm rich enough. Anyway, I need to change. This. Was it this? What the hell is this? I don't want these boots. I haven't played yesterday. I forgot about everything.
I think that's it. One necklace, two rings, fine. Is this repair stuff? So, the main quest was Shots of Freedom. Start the diversion by triggering the cannon. Alright, we are going to blow up a statue in the square. But first I need to start a diversion. Or diversion, I guess, is the proper pronunciation. Anyway, there's a rowing boat. And I can use it to reach a galley. And fire a cannon to create a diversion. What do we get? I could sell my stuff, but yeah, I got enough money. Zeroing boat. Okay, wait till night. Enemies, what the hell? Hello, enemy, come here. Anyone? Oh, hello. Hopefully that's it. No! Fuck. Maybe if I go further, I will hear. Yeah. I think 9 PM should be enough. Kinda wanna go up there to the floating island, but I don't see a way to jump there. And I have searched literally every dungeon, haven't found any teleports or anything, any way to access these floating islands. I don't think even my OP acrobatics are enough, so I'm not cheating to get there. Okay. Whoa, it's a magic boat. I mean, I could just swim, it would be faster, but why not use a magic boat instead? I mean, no effort, no need to row or anything. And the ship. Well, I guess I can go find the cannon. Not here though. Is it the proper ship? I don't see any cannons.
I guess I need to reach a different one. What the fuck? Here. Okay, but this isn't what I... Okay, there are cannons. This is no galleon. This is a tiny little ship. That's not how galleons look like. Should be way bigger. Okay. Ooh, sailors to murder. Very hard wooden door to open. I'm sure there is a key from this somewhere, but... Easy. Captain Blyfu. Die. No, thank you. Where is your loot? Black powder keg, huh? Doesn't have anything. What the hell? That was disappointing. Needs a key. It's even more disappointing. Okay, fire. Black powder. Okay. Guess I know where to get that. Just gonna explore first then. Captain, you should have a key from that door too. Let's check here. Armor Scotty, okay. I'm not killing Scotty, that would be just too evil. Captain's key. I need you to get me the key though. Ah, oh, Scotty. Okay. The problem is, I don't need to level my light armor anymore, so. Pretty sure I'm at 100. Let me just check. Light armor. Acrobatics. Oh, getting there. Getting there. Where's light armor? Oh, here, okay. Ooh, getting there too. Soon it will be master marksman and a master jumping dude, clown, I don't know. Yeah. I got the captain's key. I want this key, man. Do I get that one?
No need captain's key. Okay. Let's fire. Place cannonballs in the barrels, okay. Small typo here. Any balls? Okay, so this is where the black powder was. Oh, cannonball. Yeah, so I need to put it in there. Cannonball, where are you? 28, I don't want to carry that. Step back a few meters. I guess I'm not standing behind the cannons. It's usually a bad idea. What? Well, it wasn't the optimal position, but I'm alive, so nice. They are firing back. Swim to docks and unite with cannons. Oops, too easy. Okay, guess I'm out. Cannon fodder. Ooh, I hit their new fancy building. Ein Glück. Okay. Unser Plan hat geklappt. Stell dir vor, alle Wachen sind sofort zu den Kanonen gerannt und niemand war mehr bei der Statue. Und ich hatte solche Angst, als sie das Schiff beschossen haben. Ich dachte schon, die stöße etwas zu. Aber jetzt ist ja alles wieder gut. Komm schnell. Wenn wir durch die Lagerhöhle gehen, kommen wir an eine gute Position, um die Statue zu sprengen. Cannonball can't hurt me. I have a master level in light armor. So yeah. Move. Thank you. Faster. Faster. Move. God damn it, game. Game? Oh. Guess he took a while to load. Don't fall down, please. Da sind wir. Ah, ihr seid da. Endlich können wir beginnen. Gabor hat alles vorbereitet. Wenn man den Schalter an dem Kasten davon betätigt, wird die Ladung gezündet. Ich habe eine magische Verbindung zum Sprengstoff gelegt. Deshalb brauchen wir keine Zündschnur. Drückt ihr auf Knopf. Ja, drückt nur. Ich will mein Kunstwerk in Ruhe genießen. Okay, this is the second best character in the game after Handor the X-Winger. Boom. Come on, boom.
vollbracht. Nice. Danke, mein Freund. Danke, dass ihr mir Möglichkeit gegeben habt, so etwas zu sprengen. Wenn ihr nochmal Hilfe benötigt, kommt zu mir. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Yeah, I think I'll actually come visit that guy later. Komm, in den Lagerhöhlen können wir uns verstecken, bis die Wachen sich wieder beruhigt haben. Ich glaube, die Revolution beginnt bald. Yeah. Not sure about the revolution. I mean, it will work, but I don't quite see the logic. Oh, this is clipped. What the hell? I guess I can only follow the path I came. Which was what path? Oh, down here. Oh, the marker leads me to the cave. Okay. Dafür, dass der Mensch wahrlich das verdorbene Wesen ist, als das der allmächtige Schöpfer ihn beschreibt. Ich glaube, das ist Yagal, der oberste Priester. Zittert nicht um euer Leben, denn zum einen ist es ohnehin nichts wert, verglichen mit der Pracht des Schöpfers. Und zum anderen werde ich es so lange wie möglich schonen, damit ihr die Folter länger genießen könnt. Führt sie ab, in den Kerker mit ihnen. Nicht ohne mein Wort. Es ist Callisto. Nein! Callisto! Okay. Well, GG Callisto. Ha! Kim actually helped. Wow. There is Kim too. Na warte. Can you like paralyze him again? Nice. God damn it. Revolution! Die Revolution hat begonnen! Alle strömen zum Palast! Okay. No! Fuck! Okay, it's a crash. It's fine then. I thought I was going to be moved somewhere without looting Yagal. And that would be really bad. Fine, let's do this again. Yeah, the problem is I can skip this. Keinen Schritt weiter, gottlose Brut! Ihr seid der Beweis dafür, dass der Mensch wahrlich das verdorbene Wesen ist, als dass der allmächtige Schöpfer ihn beschreibt. Ich glaube, das ist Yagal, okay. Der oberste Priester. Zittert nicht um euer Leben, denn zum einen ist es ohnehin nicht yeah, fuck Yagal, I'm more interesting. Mit der Pracht des Schöpfers. Und zum anderen werde ich es so lange wie möglich schonen, damit ihr die Folter länger genießen könnt. Hört
führt sie ab. In den Kerker mit ihnen. Nicht ohne mein Wort. Es ist Callisto. Verblendet! Nein! Callisto! Nice. Ha. Thank you. Die Revolution. Make sure they're good. Die Revolution hat begonnen. Yeah, I know. Doe skin shoes. No, thank you. What? What? Not mad, just disappointed. Somehow, easy looks seemed more difficult to me than the hard ones these days. Lately. Okay. Well, to the temple then. Find my way to the temple. Up there, okay. I think this way is to the town. No, it's the other way. Whatever. Oh. Well, it was my dude. Yagal was pretty difficult, but these guys are a joke. Ooh, resident of Ostian. Still at 100. I don't know why I keep checking this. I know it doesn't reset. I mean, I checked this many times and it's still at 100. I have to go around here, or this way maybe. I don't see a path up there, so I would have to go all the way back into the city. This way it is.
this guy. Emperor Janus. Yeah. There was no need for revolution. Could have just asked me to kill all the bad guys. I mean, I might have killed some good guys along the way. I would have, definitely. But the result would be the same, so... Ha! Ha! Rebellion leader. Okay. Ungeziefer. Essential rebels, huh? Warte mal, ich muss dir was sagen. Ich weiß einfach nicht mehr, ob es richtig ist, was wir hier machen. Ich weiß es nicht. Wir haben die Menschen dazu gebracht, sich gegen den Tempel aufzulehnen und damit gegen die Götter. Ja, mir ist so. Schon klar, dass der Tempel die Götter nur als Mittel benutzt hat, damit er seine schrecklichen Taten rechtfertigen kann. Aber dadurch fange ich erst an zu begreifen, was sich der Orden zum Ziel gesetzt hat. Bisher war ich wie betäubt. Ich hatte noch nie im Leben das Gefühl gehabt, wichtig zu sein, gebraucht zu werden. Nicht bei meinen Eltern und nicht irgendwo anders, wo ich hinkam, nachdem sie tot waren. Nirgendwo, außer beim Orden. Hier war ich plötzlich etwas Besonderes. Alle haben mich das spüren lassen. Mersul, Melvin, der General und du. Und ich war so überwältigt davon, dass ich gar nicht gemerkt habe, was der Orden Schreckliches bezwecken will. Er will die Gottesordnung beenden. Sie sagen, die Götter durften nicht über die Menschen herrschen, aber sie sagen nicht, warum dies so sein sollte. Es ergibt keinen Sinn. Es gibt keinen Grund, weshalb der Orden mit dem, was er tut, Recht oder alle anderen Unrecht haben sollten. Erst die Ereignisse hier haben mir die Augen geöffnet. Und nun weiß ich nicht mehr, ob ich noch weiter für den Orden kämpfen will. Kämpfen kann. Ich bin zerrissen in mir selbst und weiß nicht, wie ich das wieder zusammenfügen soll. Und ob ich es überhaupt könnte. Verstehst du mich? Oh, bitte wende dich nicht ab von mir. Ich weiß einfach nicht mehr weiter und... Oh nein, er ist hier. Fabelhaft. Er steht in Flammen. Das Symbol der Götter wird vom gerechten Zorn der Menschen getilgt, ausgemerzt. Und ich sagte es ja schon immer. Das einzig Erleuchtende an Religion ist ein brennender Tempel bei Nacht. Ihr wart erfolgreich. Die Revolution ist entfacht. Jetzt dürfte den gesalbten Herren klar werden, dass ein Volk sich nicht vor seiner Regierung, sondern die Regierung sich vor ihrem Volk zu fürchten hat. Eure Aufgabe habt ihr mit Bravour erfüllt. Callisto scheint ein anderes Ende zuteil geworden zu sein, aber das können wir verschmerzen. Ich sage euch, der Sieg des Ordens steht unmittelbar bevor. Meine Spione haben etwas herausgefunden, das meine kühnsten Träume übersteigt. Kommt mit nach Erotin. Dort wollen wir uns vorbereiten auf den letzten Schlag der Gerechtigkeit. Okay. Es sind die Lichtgeborenen. Sie sind dort, alle zusammen. Das ganze Pack, dort in Arctwind. Sie haben Angst vor mir. Ihnen schlottern die Knie, denn sie wissen, dass ich das zu Ende bringen werde, was ich einst begann. In Vin, so heißt unsere Welt, gibt es noch etliche weitere Reiche. Myar, Mele und Araseal, um nur einige ihrer Namen zu nennen. Sie alle haben ein Problem. Sie unterstehen jeweils einem der Lichtgeborenen und werden von ihm oder ihr beherrscht und die Menschen geknechtet. Wie ihr aber wisst, gibt es keine höhere Macht, welche diese Götter bemächtigt, über Vin und die Menschheit zu herrschen. Sie sind nicht mehr als auf besondere Art und Weise talentierte Lichtmagier, welche zwar für die Erfüllung der Vorherbestimmung des Tel Imaltat unabdingbar sind, sonst aber keine besondere Funktion erfüllen. Wieso sollten wir uns einer kleinen Gruppe elitärer Lichtmagier unterwerfen? Ich vollführte damals den ersten Schritt, indem ich den Lichtgeborenen Erodan, der über Nerim herrschte, aus der Welt schaffte. Die restlichen sollen nun folgen.
Ihr hohes Heim Inodan ist Ihnen wohl zu unsicher geworden, um einen gemeinsamen Rat aller Lichtgeborenen abzuhalten, denn schließlich könnte ich ja jederzeit dort auftauchen. Stattdessen verkriechen Sie sich nun in den Ruinen Stormwinds. Sie stützen sich auf die Hoffnung, dass man Fürsten nicht in einem Kerkerloch sucht. Vergebens. Meine Spione haben Sie aufgespürt. Ihr müsst verstehen, dass Sie dort wie auf dem Präsentierteller für uns bereitet sind. Ich hätte mir nie träumen lassen, Sie alle auf einmal erwischen zu können, und nun tritt genau das ein. Los, kommt! Ich erschaffe ein Portal nach Arctwend. Dort werden wir einen Plan ausarbeiten, wie wir die Lichtgeborenen erledigen können. Und sobald Tyr, der Schöpfer, durch meine Hand fällt, bin ich der Schattengott und gebe den Menschen wieder, was sie verdienen. Los, kommt! Holen wir uns des Schöpfers Kopf! Nein! Was redet ihr da? Ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Vor Verrätern ist man nie gefeit. Lasst ihn nur laufen. Darum kümmern wir uns später. And him go? Ah, shit. My modding to female king wasn't perfect, I guess. Anyway. Goodbye, Kim. Also, only enlightenment in religion is apparently a burning temple at night. I don't think that's an... Well, I find it unlikely that it's an original quote from this game, but it's a good one. Let's go in. Endlich ist es soweit. Ich kann es kaum erwarten. Ich werde mich jetzt in die Ruinen schleichen, um einen Überblick zu bekommen. Ich muss wissen, wo das Pack ist und wo sie ihre Seraphim aufgestellt haben. Ihr indes werdet nach Tyrath gehen, dem früheren Sitz desjenigen, den die Menschen den Schöpfer nennen. Denn dort ruht eine Waffe, ein Schwert, das dem meinen nicht unähnlich ist. Es besitzt die Macht, einen Lichtgeborenen zu töten. Die Klinge gehörte einst dem Königshaus von Arctwend, das vor vielen Jahrhunderten von den Lichtgeborenen ausgelöscht wurde. Der letzte König hieß Goth, und so heißt auch sein Schwert. Ihr braucht es unbedingt, um mir in diesem Kampf zur Seite zu stehen. Mit normalen Waffen kann man ihnen nicht beikommen. Okay. Tyrath liegt in nördlicher Richtung, aber es ist auf dem Landweg nicht erreichbar. Ich öffne euch ein Portal dorthin, durch das ihr auch wieder zurückkehren könnt. Geht dort hinein. Wenn ihr das Schwert habt, werde ich genau hier auf euch warten. Okay, he isn't blue anymore. Tyrath Erotin. Can I maybe like check this place first? Met Arctwend. I was already here. Okay, I guess I explored this place already. I think I tried to swim to that island, but there's nothing there. Okay. Get up. Bust. It's a bust. I want a loot. I die. There's a switch.
Der Hebel ging zu früh. Okay. Didn't finish that sentence, so didn't understand it, so. Down. Let's try with this one, I guess. Okay. After puzzle. Pull the switches with the light. Pull the laser switches. Destination of Fate. Yeah, my PC is too fast. I didn't get to enjoy the loading screen. Wait till morning. I like daylight, especially when killing gods. Frost Arrow rank 6. Well, I got that already. You can have rank 7. I'm just dead good. Icy Hood. Nah. Yeah, I guess this is the sword. Game. Oh, why not? Guess I already looked at the whole. Oh, what do we have here? Come on. Let me pull this. Nice. Okay, what happened? Nothing. Ooh. Diseased priest. I think I just discovered something. Arctuant, Miar, Inodan.
Melee. Mirim, which one was this? Araziel. Portal has been disabled. Disappointing. Okay, let's get the sword then. See what scripted event awaits me. Oh. Was ihr da gerade an euch genommen habt, war der letzte Stein, der die Lawine ins Rollen bringt. Na? Erinnert ihr euch noch an mich? Wir sind uns das erste Mal begegnet, als ihr damals nach Arctvent kamt, um mit Arantheal zu sprechen. Ich ließ euch gewähren und auch jetzt liegt mir nichts daran, euch an dem zu hindern, was ihr vorhabt. Alles gut. Ich hoffe nur, ihr wisst, was diese Waffe in sich birgt. Indem ihr die Klinge des alten Königs Goth führt, habt auch ihr die Möglichkeit, die Lichtgeborenen zu töten und könnt damit die Vorherbestimmung des Tel Imal Tat erfüllen. Auch ihr könntet von nun an der Schattengott werden. Ach, und ja, vergaß ich zu erwähnen, dass unser beider Freund Narazul Arantheal dies ganz genau weiß? Gut, er braucht eure Hilfe wohl, denn alleine könnte nicht einmal er sich gegen alle Lichtgeborenen auf einmal stellen. Doch ist ihm auch bewusst, dass ab jetzt nicht nur er das Potenzial zum Tel Imal Tat besitzt, sondern auch ihr. Und er wird es tunlichst vermeiden, dass jemand anderes als er dieses Potenzial ausschöpft. Das ist meine Warnung an euch. Und nun fragt ihr euch eventuell, was mir so sehr an der Person des Schattengottes liegt. Es ist ganz einfach. Ich, Arkt, der Herr über Arctvent, bin auch ein Schattengott. Überrascht? Oh, es ist eine ganz einfache Sache. Meine Welt ist eine andere als die eure. Und deshalb ist ihr Schattengott auch unabhängig vom Tel Imal Tat dieses Landes. Und da ich nun eben ein Schattengott bin, will ich den Schattengott Nerims nach Kräften bei seinem Aufstieg unterstützen. Dass ausgerechnet Narazul Arantheal dies sein soll, findet zwar nicht meine Zustimmung, aber dagegen kann ich nichts machen. Jedenfalls für den Moment. Ihr dagegen, ihr seid aus einem anderen Holz als dieser Wüterich Arantheal. Wisst ihr, ich habe eine Vermutung. Ich glaube, dass Arantheal unfähig ist, zum Schattengott aufzusteigen. Wollt ihr wissen, warum? Ich vermute, dass sein Vater Thealor Arantheal, den ihr bereits in der Paladin-Festung im Norden kennenlernen durftet, ein, sagen wir, offeneres Verhältnis zu den Lichtgeborenen hatte als sein Sohn Narazul. Er arbeitete für die Götter, insbesondere für die Lichtgeborene Irlander. Und wer mag sagen, wie nahe die beiden sich gekommen sind? Um es kurz zu machen, die Geschichte um Narazul Arantheals Herkunft ist nicht ganz ohne Lücken. Wie diese Lücken ausgefüllt werden, wird sich schon bald zeigen. Ich sage euch, wenn Arantheal, aus welchem Grund auch immer, dabei versagt, die Vorherbestimmung des Tel Imal Tat zur Gänze zu erfüllen, werde ich ihn fallen lassen und euch bei eurem Aufstieg helfen. Dann werdet ihr der Schattengott werden. Genau das wollte ich euch sagen. Nun bleibt wachsam und traut niemandem. Vor allem nicht Arantheal. Das Schicksal hat noch einiges mit euch vor. Okay. Let's bound Arantheal and become the Shadow God. Arantheal is half lightborn. Here. Let's see. No. Arctvent, I don't want to go there. I mean, I guess if I go back to Arctvent, I will just continue the quest. Okay, I guess I have to then. What? Even this one? I have to backtrack?
Maybe it's because I'm on the quest. I guess I might get here later through these portals. Well, let's go back then. Still closed. Schwert ist bei euch. Jetzt endlich endet eine lange Reise. Ich habe die Lichtgeborenen beobachtet. Sie halten sich in der Nähe der Turmruine auf und sie zittern. Auch ihre Seraphim sind unruhig. Mit ihnen werden wir leichtes Spiel haben. Und nun kommt, bringen wir das hier zu einem Ende. Los, hinter mir her! Sure. I don't tell, it wasn't essential I would kill him now. Considering what I learned. I don't really care if he's half lightborn or whatever. But I'm gonna be issued with that. Like this dude. Still not 100 acrobatics, come on game. What's to happen? Move. Goddess Esara, die. Da sind sie! Die Lichtgeborenen, nutzt euer Schwert! Arantian, du hier? Du willst es mit uns Sex aufnehmen? Erodan hast du doch nur durch eine List besiegt. Wir sind dir deutlich überlegen. Überlegen? Fakt ist, dass ihr im Begriff seid zu verlieren. Die Macht, euch zu zerschmettern, liegt hier in meinen Händen. Und mit ihr die Freiheit dieser Welt. Heute wird eine neue Ära anbrechen, eine Ära ohne euch! I should have that armor. Ah, what the hell? Cheater. The same bug as when I was wearing it. Maybe it's a feature. Okay, I give up. It's too annoying. Go away, Naruto. The loot.
Meine Magie wird dich in der Luft zerreißen, Arantial. Du allein trägst die Schuld daran, dass uns diese Welt entgleitet. Und dafür verdienst du die Höchststrafe. Fist, 50 feather, it's heavy armor, so fuck that. Hard to. Okay, so these three.
nice. Sie sind gegangen. Spürt ihr auch, wie ihre Kraft nun durch eure Adern fließt? Es ist das Gefühl der wachsenden Macht. Wir sind nicht mehr aufzuhalten. Doch ich zählte ihrer nur 4. 6 waren es insgesamt. Wir sind noch nicht fertig. Ich habe Tyr, ihren Obersten, nicht gesehen, ebenso wenig ihr Lander. Mir liegt besonders viel an den beiden, denn ihr Lander zwang meinen Vater einst für sie zu arbeiten. Und Tyrs Tod ist vonnöten, um der Tel Imaltar zu werden. Ich wette, sie haben sich ihrer Feigheit entsprechend in die Turmruine verkrochen. Kommt. Auf was, Bro? And arrow. 161 damage. Okay. David, thank you. My bow is better though. Oh, let's see if I repair it. Actually, didn't this super magical sword to kill the gods? I guess it was enough to have it in the inventory. Or they aren't really dead. Oh, this has actually more damage. I don't care about the shield damage. Well, this one looks a lot cooler though. Nah. More damage is more damage. This arrow though, holy crap. 30 damage, this is 161. Well, it's a one-shot arrow. I'll use it when I choose it. Strong. Ah, okay. I was a bit worried, but... Hello. Cheaters. Nope, nothing. Oops. Can I use this? No. Good. Okay. Hallo, tatsächlich, dir. Da sind Hallo. Sie. Irlanda. Ihr könnt euch um die Hure kümmern. Halte lieber noch einen Moment ein, Arantheal. Schwätzer! Du hast die Menschheit lang genug beherrscht. Bleib stehen, Narazul. Ich befehle es dir. Mit welchem Recht willst du mir etwas befehlen? Mit demselben vielleicht, das ihr benutzt, um unseins zu unterdrücken? Mit dem Recht des Blutes, Narazul Arantheal. Mit dem Recht, das mir zuteil ward, als Thealor Arantheal, dein Vater von Always uns listen to your mom, kids. Ihm Fieber. Mit dem Recht als deine Mutter. Ich habe dich geboren, Narazul. Ich, eine Lichtgeborene. Unsinn! Lügnerei! Hast du dich denn nie gefragt, warum wir dich damals nicht töteten, sondern nur unter dem Meer wegsperrten? Warum du so ungewöhnlich mächtig bist? Warum die Zeit dir weniger anhaben kann als den anderen Eterna? Aber nein! Du trägst das Blut der Lichtgeborenen in dir, Narazul Arantheal. Was du bekämpft hast, war seit jeher ein Teil deiner selbst. Du bist mein Sohn. Also halte ein. Unmöglich!
Unmöglich! Nein, so kann es nicht... Ja, okay. Sein! Du bist ein halber lichtgeborener Arantheal. Dein Schicksal ist besiegelt. Du Sportgeburt von Dreck und Feuer! Hallo. Wag es nicht, mich anzugreifen! Ja, die coole Sword wins. I want that sword. Ruhe. Dein Leben war Hölle genug. Ich habe es euch gesagt. Ich habe ihn fallen gelassen. Arantheal hatte das Blut der Lichtgeborenen in sich. Das Blut derer, die er bekämpfte. Er konnte nicht der Schattengott werden. Das kann nur ein Schattengeborener. Nein, diesen Platz werdet nun ihr einnehmen. Während wir gekämpft haben, konnten Tyr und Irlanda fliehen. Sie beide sind die Letzten der Lichtgeborenen. Und Tyr, den die Menschen den Schöpfer nennen, müsst ihr mit eurem Schwert entgegentreten, um die Vorherbestimmung zu erfüllen, um Teel Imaltar zu werden. Okay, how? Wir müssen die beiden aufsuchen. Tyr ist ein rationaler Denker, das weiß ich. Er wird erkannt haben, dass sich zu verstecken nichts nützt und deshalb zu seinem Thron nach Inodan geflohen sein. Genau das ist unser Ziel. Leider können wir Inodan nicht auf magischem Wege betreten. Diese Möglichkeit wird nur den Lichtgeborenen zuteil. Stattdessen, nun, wir müssten fliegen können, um Inodan hoch oben zu erreichen. Sagt, hattet ihr nicht einmal ein Stelldichein mit dem Sternenvolk? Mit denen, die gen Himmel zu fliegen wünschen? So denn uns der Zufall gewogen ist, sind sie und ihr Sternenschiff noch da, hier in Nerim. Und das bedeutet, dass wir mitfliegen könnten. Übrigens, nehmt besser den Seelenschinder mit. Dieses Schwert ist zu einzigartig und gefährlich, als dass es hier im Staub liegen bleiben und irgendwelchen Plünderern in die Hände fallen dürfte. Okay. Oh, that's nice. The only way he got these arrows is by Malphas hitting him, so... Maybe I could have just left Malphas to hit Narcel a few more times. Tail Mata Bro. How is this crab heavy armor? It's a rope. What the hell? Also it doesn't weigh anything, so why not? Use a more dignified position. Can take his boots. Okay. Ausgezeichnet. Ich bringe uns nach Anku. Aber die Verhandlungen mit diesem König, die übernehmt wohl besser. Da vorne ist dieser seltsame Kauz. Seid es. Schön, dass ihr doch noch zurückgekehrt seid. Ah, seht doch. Der Freudenbringer hat einen Pokal mitgebracht. Oder lasst mich nachdenken. Einen Pokal bekommt man für einen Sieg. Einen Sieg hat man nach einem Kampf. Kämpfen tut man mit einem Feind. Und das Gegenteil davon ist... Freund. Ja, genau, das war es. Ihr habt einen Freund mitgebracht. Wie fein. Aber leider fliegen wir gleich fort. Der dicke Erwin ist startklar und wir sind die Letzten, die jetzt mit dem Aufzug nach oben fahren. Also, macht's gut. Get me to Inodan. Need to kill some guards. Ino was? Hm.
Ach ja, Inodan. Lasst mich nachdenken. Ja, da kommen wir bestimmt mal vorbei, bevor wir die Sterne erreichen. Also mal überlegen. Ihr seid der Freudenbringer, das heißt, ihr habt die Karte gebracht. Ohne Karte könnten wir nicht fliegen. Und das bedeutet... Ja, natürlich. Wir können ohne euch nicht fliegen. Ausgezeichnet. So sind wir in Kürze bei Tyr in Inodan. Los, hopp, kommt nur. Wir lassen euch in Inodan raus. Das ist really cool. Euer Vokal darf natürlich auch mitkommen, wenn er mag. I was here actually, when I was climbing the highest mountain in Arim. Just that one. I have a save there. Anyway. Yeah, I had a feeling this would attack. I didn't kill them before because I wasn't sure if it would fuck up the quest. XP, come on. I definitely hit that guy. It is. Right as the game was auto-saving, so... let's hope the save isn't corrupted. Nice. Inodan, Sitz der Götter. Was nun kommt, muss von euch ausgetragen werden. Tyr findet ihr im großen Turm der Stadt. Ich werde euch nicht begleiten. Ich darf euch nicht begleiten. Aber ich bin mir sicher, dass eure Entscheidung weise sein wird. I like this guy. He knows when to stay away. I don't need any noobs to get in my way. Yeah, this is clipped. Okay. Yeah, I wanted to read that. Any and all resistance to the Rising Shadow God is to cease immediately. This dude never supported unnecessary pain. Okay. I think that's a suicide, isn't it? Man flipperish. Okay. No books for me.
were not supposed to resist. What? Well, she has a rope anyway. Suppose I should explore a bit more. Don't think I'll get to return to this place. Cheater. Simulator. Okay. Traitor. I guess these guys are like 50-50 split on suicide or betrayal. Or rather, disobeying orders. Which I would consider betrayal. Anyway. This way. Ooh, hello. Well, I was expecting a secret. Oh, come on, where's the secret loot? Okay, this way. It's a nice ramp though. Okay, it's a problem. This way. No, this is clipped too. Still clipped. Okay. Let's see if I can get around the clip wall. Yes. Easy. Same way in, same way out. See, you can't make a game with where you can level acrobatics and then don't expect people to use it. Acrobatics are awesome, it's the best skill in the game, but
the game design should reflect it. Like all the testing should be done with 100 acrobatics or something. The fire. Fire. No. Scroll of torch fire, okay. Which one is it? I have to use it, okay. Well, build the fire. Me through. Clip balls everywhere. It's a laser. Ha! Ah! Not much of a poet, to be honest, or even a fan of poetry. Okay, I only need two of these scrolls then. Second laser. Oh, it's turning. Oh, this way. It's turned the other way, what the hell? It's like exactly 190 degrees the wrong direction. Okay. Should check these doors, like all of them. I guess they are all closed. Door? No door. Ooh. That's a bridge. I hope. Er
Irlanda hat Hand an sich gelegt. Sie hat es nicht verkraftet, was mit ihrem Sohn geschehen ist. Oh, welch bittere Ironie ist es nur, dass die Unsterblichen nicht gegen sich selbst gefeit sind. Nun bin ich der Letzte der Lichtgeborenen. Und ihr steht vor mir. Eine Klinge in der Hand, die es vermag, mich zu töten, und mit dem Wissen, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als damit der Telemaltar zu werden und den Menschen zu geben, was ihnen nach Arantea als Ideal zustand. Die Freiheit. Doch bevor ihr den tödlichen Streich vollführt, will ich euch anraten, dies alles zu bedenken. Natürlich, wenn die Lichtgeborenen alle nicht mehr sind, erlangen die Menschen eine Herrschaft ihrer selbst. Aber überlegt euch nur, wer diese Herrschaft dann leitet. Würde die Aristokratie der Privilegierten tatsächlich durch eine Demokratie ersetzt werden? Oder nur durch die Alleinherrschaft desjenigen, der sich am besten durchzusetzen vermag? Well, there will rise an autocrat. It's gonna be me, of course. Genau das denke ich auch. Immer dann, wenn ein Machtvakuum entsteht, ist es der schnellste, brutalste und gerissenste, der es wieder ausfüllt, nicht etwa der gerechte, tolerante und besonnene. Ihr dürft euch nicht nur die Frage stellen, ob eine Herrschaft gerecht ist. Das war die der Lichtgeborenen nicht unbedingt, dies weiß ich. Jedoch müsst ihr euch auch fragen, ob eine Herrschaft vielleicht notwendig ist, und ja, das war sie, denn sie war beständig. Aber gut, ich überlasse euch Menschen die Länder dieser Welt gerne. Jeder muss irgendwann einmal scheiden, und nun ist es an den Lichtgeborenen zu gehen. Tötet mich, geht von dannen und errichtet eine neue Ordnung. Und seht zu, wie sie scheitert. Genauso gut könntet ihr euch eine Exklave auf dem Meeresgrund errichten, abgeschottet von jeglicher Zivilisation, und dort in eurer eingebildeten Gottlosigkeit schwelgen, bis ihr und die Menschheit schließlich erkennt, dass ihr euch von den Göttern nur befreien könnt, indem ihr selbst diesen Platz einnehmt. Um es auf den Punkt zu bringen, ihr Menschen seid unfähig, über euch selbst zu herrschen, ohne einer höheren Macht die Kontrolle anzuvertrauen. Und ihr seid unfähig, euch von dieser höheren Macht zu lösen. Denn wenn ihr es versucht, werdet ihr selbst zu dieser Macht. Und das Spiel beginnt von vorn. Und nun stelle ich euch vor die große Entscheidung. Sie ist rein moralischer Art, und egal wie ihr euch entscheidet, es wird euch weder ein Vor- noch ein Nachteil daraus entstehen. Ich muss nun gehen und ihr der Schattengott werden. Ihr habt nun die Wahl, mich mit diesem Schwert zu töten und damit allem zu widersprechen, was ich über die Unfähigkeit der Menschheit sagte. Sobald ich tot bin, wird meine Macht in euch übergehen und euch zum Tel-Imaltat werden lassen. Die zweite Möglichkeit ist, mein Leben zu verschonen und mir die Chance zu geben, mich mit euch zu verbinden. Auch hier wird meine Kraft in euch aufgehen, aber meine Seele wird nicht sterben. Wenn ihr dies wählt, dann stimmt ihr mir darin zu, dass die Menschen eine höhere Macht benötigen, um sich nicht selbst zu zerfleischen. Entweder oder. Es ist eure Entscheidung. Für mich oder gegen mich. Für die Menschen oder gegen sie. Streckt mich mit dem Schwert nieder, wie ich hier stehe. Oder aber geht einige Schritte zurück, um mir zu zeigen, dass ihr mir zustimmt. Ich harre eurer Entscheidung und ich werde sie annehmen. Yeah, I'm not fighting for freedom of people. I'm fighting to become their ruler. This guy though. He's making ugly faces on me. Nice. Ooh. Now this was worth it. Dann soll es so sein. Mein Outfit. Ihr habt es geschafft. Ihr seid der Tel-Imaltat, der Schattengott Nerims. Genau in eurer Situation befand ich mich damals auch. Und schon bald wurde es gefährlich. Hört genau zu. Den Tel-Imaltat gibt es nur,
weil alles nach Ausgeglichenheit strebt. Die Lichtgeborenen bringen ein Ungleichgewicht in die Welt. Also erhebt sich ein Schattengott, um es zu beseitigen. Das Problem jedoch könnt ihr euch denken. Alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Jetzt, da die Lichtgeborenen fort sind, ist der Schattengott das Gewicht, welches die Waagschale nach unten drückt. Auch er muss verschwinden, damit alles wieder im Gleichgewicht, im Urzustand ist und der Kreislauf neu beginnen kann. Die Wiederherstellung des Gleichgewichts nimmt die größte Macht vor, die es in der Welt gibt. Ja, es ist die Macht, welche die Welt beherrscht, welche die Welt ist. Das Schicksal wird kommen und euer Leben fordern. Doch ebenso, wie ich damals Hilfe von einem Schattengott erhielt, werde ich euch in diesem Kampf nun beistehen. Folgendes wird geschehen. In wenigen Minuten wird ein Schicksalsbote erscheinen und euch auffordern, euch selbst zu töten. Kommt ihr dem nicht nach, wird er euch angreifen. Dieser Schicksalsbote ist mächtiger als alles andere, was die Welt je hervorgebracht hat. Wie ich sagte, er ist die Welt selbst. Allerdings kann man ihn dennoch besiegen. Ich bin der lebende Beweis dafür. Ich habe das Schicksal bereits geschlagen. Ein einzelner Schattengott mag nicht gegen diesen Boten bestehen. Zwei dagegen haben eine reelle Chance. Wir beide zusammen können das Schicksal besiegen. Ich werde euch für den Moment jedoch verlassen und dann wiederkommen, wenn ihr meine Hilfe benötigt. Oh, und übrigens, da hatte sich jemand an Bord des Sternenschiffes geschmuggelt. Wenngleich ich bezweifle, dass dies eine gute Idee war. Ihr kennt diesen jemand. Und ihr werdet ihn gleich wiedersehen. Bleibt standhaft. Wir werden schon bald miteinander kämpfen. Das heißt, gemeinsam gegen unser beider Feind. Okay. Ein Schattengott, endlich. What? Och, was denn? Seid ihr etwa überrascht, mich zu hören? Ihr wisst doch, dass ich als Träger des Seelenschinders ewig im Schwert weiterlebe. Ich bin ein Teil dieser Klinge. Und bevor ihr jetzt nur herumsteht, während ihr mir zuhört, könntet ihr euch schon mal zurück in die Stadt begeben. Back to the city, okay? Kommt schon, geht zur Stadt zurück. Wie ich euch einst sagte, wurde der Seelenschinder vom ersten Tel-Imaltat geschmiedet und von allen darauffolgenden getragen. Und sie alle gingen in das Schwert hier links ab. Ich verfüge jetzt um die Erfahrung, ich wusste plötzlich mehr als jeder Mensch oder Gott zuvor. Und daher verstand ich, was hinter der Vorherbestimmung steckt. Sie ist eine Lüge. Sie wurde geschaffen, um niemals in Erfüllung zu gehen. Ich dachte, die Vorherbestimmung ist der Weg, um die unrechte Herrschaft der Lichtgeborenen zu beenden. Dabei soll sie nur für einen endlosen Kampf zwischen Göttern und Sterblichen sorgen. Normalerweise gewinnen die Götter, aber manchmal, wie in eurem Fall, gelingt es eben doch jemandem, zum Schattengott aufzusteigen. Wie es normalerweise weitergeht, hat Arkt euch gerade gesagt. Ein Schicksalsbote wird den Schattengott töten und das ganze Spiel wieder von vorn beginnen lassen. Wenn euch Arkt jedoch im Kampf unterstützt, könntet ihr diesen Boten besiegen. Dummerweise würde dies nur Zeit erspielen. Zwar wäre der Bote tot, das Schicksal selbst aber nicht. Ihr würdet nur für einige tausend Jahre überleben können, bis sich irgendwann ein neuer Bote erhebt. Ihr müsst die Ursache und nicht die Symptome bekämpfen. Ihr werdet die Vorherbestimmung selbst zerstören. Damit ginge auch die Vorherbestimmung eures Niederganges zugrunde. Ihr könntet weiterleben. Ihr steht jetzt vor der Konzilhalle der Lichtgeborenen. Ich öffne euch die Tür. Definitely not. But he said left here. So I'm going left then. Oh, this door was closed. Any more speeches? Yeah.
Ja, ja, very Deutschland. I think these pages are translated somewhere online, but I actually read some of the lore books here. I mean, not I don't do it in the game, but sometimes before I go sleep, I just look at the Narim wiki, see what's up. So it's one way to do it. Ooh. Well, hello there. You are getting one shot. I guess you are not. I should explore more. Oh. Never mind, it's clipped. Okay, I know all this already. Actually. Als erstes müsst ihr die Niederschrift der Vorherbestimmung, die ihr aus der Paladin-Festung geborgen hattet, aus meinem Gemach in Erotin holen. Hinter dieser Halle hier, bei der Bibliothek, befindet sich eine Portalkammer, über die ihr dorthin gelangen könnt. Nur die Lichtgeborenen können diese Portale benutzen. Deshalb habe ich niemals mit dem Gedanken gespielt, sie für meine Zwecke zu verwenden. Jetzt aber weiß ich, dass eine Hälfte von mir zu den Göttern gehört. Erlandas Hälfte. Jedenfalls könnt ihr die Portale nutzen, solange ihr den Seelenschinder bei euch tragt. Geht jetzt nach Erotin. So now the portals work. I guess I should visit that Tears Chamber again, if I can find it. Easy. Disappointing. Where is the loot? Fucking hell. That was bad. Okay, I guess I go in. Yes, I don't. What is it I'm looking for? I thought there was supposed to be a portal to Erotin. Okay, I didn't get an update. Keys around. Well, the game definitely intended. Oh.
Okay, the book makes metal sound. I thought it was a key. Game definitely intended for me to go through that door because there was the easy lock scroll. And it's a big pot. Okay, there's another door. I don't see a key from that door though. Okay, I give up. Let's go this way. No, no key. Item. Erotin guard warehouse. I like this. No. Mayar. No. Tirmatral. No. Unknown. No. Zarmumnar. No. Okay. Holt jetzt die Vorherbestimmung. Wenn ihr hier noch etwas zu erledigen habt, solltet ihr das jetzt tun. Ihr habt einen harten Kampf vor euch. Ich öffne euch die Tür in mein Gemach. If I destroy the Book of Predestination, I will forfeit my Shadow God powers. Well, that sucks. I guess I'm powerful enough. Asshole that reflects spells. Okay, I'm done. Still had to try. Okay, I was supposed to go to Naratsu's chamber. And I have no idea where his chamber is. Okay, there's a quest pointer. Erodan's hair oil. I should use this sometime. By speechcraft and personality. It has a weight, fuck that.
Ja. Yeah, I guess it was too dark for this guy. The interact button, it will open eventually. Don't drop, please. Thank you. I guess the pointer is leading me to his chamber. Not going there yet though. Oh, the portal is open. Let's see. Yep, it's arc vent. Nice! 100. Well, the problem is the other portal isn't here. I wanted to go to... what was it? Oh, the Tears Chamber. There were more portals there, but... Thank you. Outside and mark it. What? Is Baratheon? Holy crap. Das brutal. Okay, what is it you have? Absolutely nothing. Well, it's a nice decoration. Okay, I'm gonna mark it here and go to Ostian. Oh, I guess I have to go outside then. Oh shit. Yeah, I'm gonna continue the quest tomorrow. I was just gonna go sell some of my shit in Ostian and maybe do few arena fights. Cause I wonder if they have an end or if they are just... There's just going to be endlessly spawning random fights. If I get tired of it, I'll check online. Okay. Mark. Ostian.
Seid ihr gekommen, um euch... I have not, actually. Yeah, maybe I can buy these. Now let's keep it. Actually, I'm gonna keep all that stuff, just sell the heaviest useless crap. Like this. Actually, doesn't look bad. Maybe right. It's a robe, though. Yeah, no way. Where are my pants? Pants, please. Oh, here. An item. Okay, it makes sense. And my stash is this way. Because this is the last time I stash anything. Return those. Or not return. Give it to her and listen to whatever she has to say. There is a new monument. I guess the residence of Bastian lack imagination, because it's a really boring monument. It should be like me stabbing the Yagal dude in the back or something. No, proper statue. Okay, I'm gonna do 3 fights. Get the shoes to Bodenbrook and call it today. Change 3v3 this time, huh? Thank you.
then? The money is still getting higher. I mean the reward. Another battle in the arena of Ostium. That is very way. The pronunciation. I have no idea. Nice, beautiful down here. Let's use these. Okay, I hit the trap. Missed the save. Oh, shit. And the trap's all triggered, okay. GG. Fight. Okay. Still different message every time. Thank you.
really strong. Like, holy crap. Okay, it was a good launch, but not close. Oh, no. Not the spikes. Okay, I'm gonna call it today. I'm gonna go do a few more fights tomorrow, and Bodenbrook will have to wait. See you in the next one.